Herzlich willkommen bei Harry Potter und der Orden des Phönix, das Spiel zum Film mit Gorgi LP. Wow, jetzt hast du alles in einen Satz gepackt. Okay, das Projekt ist vorbei, reicht jetzt. Reden wir ein bisschen mit den Leuten hier im Raum. Das muss man nochmal drücken. Ich wünschte, ich könnte X. So gut zaubern wie du, Harry. Ja. Ja, aber vielleicht haben die mehr zu sagen. Wir haben nachgeguckt. Entscheide du, was wir machen. Das Spiel ist von 2007. Die Puppe? Ist das der Todesser? Jetzt lass mich durch. Ob ich bei Fred und George arbeiten kann, wenn ich mit der Schule fertig bin? Nein. Nein, du ganz bestimmt nicht. Ich wollte dich gerade anzaubern. A gedrückt halten. Nee, die hatten. Ich gewinne die Tornados dieses Jahr. Das hat sie letztes Mal. Ja, bla bla bla. Die sagt sowieso nur Scheiße. Ja, die brauchen wir gar nicht zu hören. Ja, scheiß Kamera. So gehen Türen auf, man läuft einfach dagegen. Das war falsch. Back. So, wer ist in der Nähe? Warte. Ginny, wir müssten was für Ginny machen. Ja! Ja, wir waren da oben. Ja, ja. Wir standen da doch mit dem Tarnumhang. Ja, ja, aber ich weiß, das merkt er sich immer nicht. Ja, das merkt das Spiel nicht, deswegen. Müssen wir jetzt in den Kampf. Damit hatten wir das letzte Mal aufgehört, aber müssen wir wohl nochmal hin. Wir hatten das Spiel beendet danach. Ich sehe was du nicht siehst. Falsch. Andere Richtung. Ja, ich weiß. So, jetzt kommt gleich wieder die. Wer kann die Zauber nicht? Ich kann die Zauber. Das gibt Punkte. Guck mal, der trifft mich nicht. Nein! Pass auf, gleich kommt wieder die blöde Kuh. Rechts, links. 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 Ja, ruhig. Ich muss mich erstmal gerade wieder rein. Was? Rein verdings. Du kennst die Karte nicht auswendig, gibt's das noch? Doch. Jetzt komme ich ins Treppenhaus. Ja. So, jetzt muss ich hier runter. Jetzt nur eine weiter da, genau. Hier. Nein, da musst du hin. Nein, da muss ich hin. Nein, da musst du hin. Ah, ja, warte. Sag ich doch, da musste ich hin. Ja, sag ich doch. Wie von. Ja, das glitscht er sich fest. Müssen wir die Aufgabe mit der Ginny nochmal machen? Hey, Harry! Ja, müssen wir, hat er sich irgendwie nicht gemerkt. Der merkt sich nur abgeschlossene Aufgaben. Ist dann nämlich abgeschlossen. Mann! George hat ein paar der Sachen von Fred und George beschlagnahmt. Filch meint, es handelt sich um Liebestrank. Was wollen Fred und George mit Liebestrank? Es ist kein Liebestrank, du Troll. Es ist Doxygift für die Nasch- und Schwänzleckereien. Wir müssen die Flaschen zurückholen, sonst ich lese die mal von der Nasch- und Schwänzleckereien. Zum Schwänzeln und Naschen. Ja klar, ich hole ihn aus dem jungen Schlafsaal. Los. Du musst noch 3 Aufgaben erledigen, abschließen. Echt nur noch? Achso, nee, von denen, die wir angefangen haben. Ja. Der Ernie, ne? Ja. Dann müssen wir irgendjemand auch noch bei den Hausaufgaben helfen. Der Dean. Aber da waren wir noch nicht. Der ist einfach spitze. Er ist einfach spitze. Ja. Wir müssen jetzt unbedingt leise sein. Also, shh, Ron. Wieso ich? Du hältst es doch keine 20 Sekunden aus, ohne zu nörgeln. Hier drunter sollten wir keine Zauber wirken. Es ist nicht genug Platz. Man könnte uns sehen. Wir sollten nicht zaubern werden. Passen die 3 da eigentlich noch rein? Ja, gar nicht. So. Back. Der ist nicht mal dehnbar. Das ist ein Zaubertarnumhang. Oh. Dolores Umbrügge. Nee. Doch. Gehen wir doch nicht hin. Doch, müssen wir doch. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Alles klar. Also wirklich. So, jetzt wird uns die. Na gut, sie kann es ja eh nicht sehen, ne? Ja. Die Myrte. Achso, doch, die kann uns. Ja, doch. Die klatscht das bestimmt dahin. Oh, dritter Stock. Keine Zauber unter dem Umhang. Willst du wieder zaubern, ja? Ja, das macht Spaß. Frag mal ein Porträt. Hallo. Ja, wo seid ihr? Ey, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt X drücke, um den Umhang auszuziehen? Nee. Geht es nicht, ging ne? Nur an der Kiste. Ja, ist total bescheuert, als ob er nicht zwischendurch in die Tasche stecken kann. Oder mach doch mal. Nein. Mach doch mal. Doch. Da passiert schon nichts. Da passiert gar nichts. Sag ich doch. Jetzt über die Brücke. Kommst du da in so einen kleinen Saal, dann gehst du die Treppe hoch. Ja, dann gehe ich die Wendeltreppe hoch. Und zwar ein paar richtig schön hoch. Dutch. Hier, und jetzt gehe ich hier hoch. Und jetzt geht's hier richtig schön lange hoch. Der läuft die Treppe schneller hoch, als auf dem schmalen Gang läuft. Also auf dem glatten, auf dem
Guck mal hier, das Teil kommt, glaube ich, auch im Film vor. Also irgend so ein Mosaik kommt im Film vor. Ich hoffe, sie lässt uns nicht auch mehr Vasen putzen. Wenn ich noch eine einzige Vase sehe, wird mir schlecht. Eine Vase sehe, wird mir schlecht. Kann sich auch nicht artikulieren. Artikulieren. Wir müssen sie irgendwie ablenken, damit sie von Umbridges Tür weggeht. Da, damit. Was muss man nochmal drücken? X, A. B. B. Y. Wir sollten nicht zaubern, während wir unsichtbar sind. Halt doch die Fresse. Hey, komm jetzt. Verarsch mich nicht. Nein, das ist nein. Ich hab's dir doch gesagt. Geile Zauber unter dem Umhang. Hey, komm, jetzt, ja, ja. Nein! Hey, du kannst doch einfach da dran vorbei, hä? Nein, komm ich nicht. Doch. Nein. Ich weiß, wie ich's mache. Ah ja, stimmt. Die Vasen umkippen. Oh nein! Grau, was war das? Oh oh. Was ist das? Nix. Nein, kannst du nichts machen. Ich kann sowieso gar nicht zaubern. Oh oh oh. Vorsicht. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Sprich sie mal an. Ach, hier im Nebenraum. Ganz unauffällig. Ja, das hat die nicht gemerkt. So viel Zeug. Schrei noch rum, ja. Ja. Schatten übrig ist. Wie sollen wir hier die Flaschen finden? Actiodoxigift. Wir sollten nicht zaubern unter dem. Das hatte ich auch vor. Das war ja nicht unter dem Moor. Verschwinden wir hier. Da schnurrt eine Katze. Ah. Hey, rempeln wir die an, okay? Ja, das geht gar nicht. Sehr bescheuert. Los, raus hier. Ja, ich dachte, ich könnte auch irgendwas Cooles machen, aber... ging ja wohl irgendwie nicht. Jetzt sind die auch auf einmal weg. Vorsicht. Die sind doch egal. Die können echt nicht zaubern, ne? Nein, können die nicht. Die sind, immer, machen noch, die eigentlich? Die sind immer noch dabei, das zu reparieren. Einfach Reparo, ist doch nicht so schwer. Hey, gehst du jetzt aber durch die Tür oder nicht? Geschafft. Und da Fred und George nicht in der Nähe sind, kann sie sie auch nicht beschuldigen. Wenn sie vorher ein wenig nachdenken würden, kämen sie gar nicht in eine solche Lage. Los, gehen wir zurück. Warte. Ups. Was denn? Oh, nee, was? Ich dachte, das könnte man erstmal sein lassen mit dem Gemeinschaftsraum. Wir waren nämlich gerade so beim Dean. Ja, müssen wir jetzt nochmal hingehen. Die Tarnung doch größer. Ja. Trevor! Geht mal mit Trevor. Vielleicht kann ich dir irgendwie anzaubern oder so. Naja, geht nicht. Warte, wie geht nochmal Incendio? Oben und. Incendio! Yay! Jetzt haben sie die Heizung an. Mhm, ich hab's ihnen warm gemacht. Prima! Ich bring sie zu Fred und George. Sag ihnen, sie sollen vorsichtig sein. Ich finde ihr Verhalten zwar nicht gut, aber ich will nicht, dass sie verwiesen werden. Dass sie von der Schule fliegen, wäre nicht das Schlimmste. Moms Heuler wären viel schlimmer. Genau. Ronald Weasley, wie kannst du es zulassen, dass deine Brüder von der Schule fliegen? Wir sehen uns beim DA-Treffen. Wir sehen uns beim DA-Treffen, Harry. Wieso sind eigentlich Ginny und Ron? Wieso kommen die so gut klar in dem Spiel? Ja. Bisschen komisch. Gehen wir zu Dean? Nee, warte, was ist in der Nähe? Nee, der Ernie ist so weit weg. Warte, wo sind wir jetzt? Gehen wir alle durch. Da ist Snape, Sports, Pavati. Welcher Stock ist das? Dann können wir direkt zu... Ist egal, wir gehen jetzt einfach hin. Man muss hier sowieso alle ekelhaft einsammeln. Das ist zweiter Stock, glaube ich. Guck mal, wird... Nein! Willst du nicht nochmal in uns... Nein! Das war jetzt der vierte Stock. In einer Welt von Chaos und Grauen muss man auf die Dichtkunst vertrauen. Ach, da ist jetzt doch die Originalmusik? Nein. Doch, aber doch schon, also das Thema. Hm.
Eigentlich ja nicht, ne? Na, ja, da kommt man nicht rein. Ist egal. Ich weiß. Lang. Da bin ich voll selten. Ja, auch. Da ist man überhaupt voll selten. Frag mal das Porträt, was das so macht. Kenne ich das? Habe ich das schon mal gemacht? Die schlafen alle. Muss man aufwecken. Ich meine, da ist auch nichts, ne? Ja. Ja, hier steht im Weg. Hi. 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 Da sind Pavati und Padma irgendwo. Ja. Ah, und der auch noch. Der Michael. Hallo, stimmt es, dass später ein DA-Treffen stattfindet? Sag es doch noch lauter, damit Malfoy es auf jeden Fall mitbekommt. Ich kann leider nicht bis zum Treffen bleiben. Ich weiß nicht, ob Terry oder Anthony Bescheid wissen. Du sagst es ihnen besser. Sie wissen schon Bescheid. Ich sag Ginny Bescheid, wenn ich sie sehe. Wir sehen uns im Raum der Wünsche. Gut, dann können wir Michael Corner, Anthony Goldstein und Terry Boot von der Liste streichen. Musstest du so vielen von der DA erzählen, Hermine? Wir sollten froh sein, dass so viele mitmachen wollen. Und Michael wäre wohl nicht gekommen, wenn er nicht mit Ginny gehen würde. Er tut was? Sie geht mit... Seit wann? Sie gehen seit Ende letzten Jahres miteinander. Ich mag ihn nicht. Was für eine Überraschung. Ich mag ihn nicht. 22 von 28 Leuten meinst im Raum der Wünsche. Ah, warte. Da sind sie ja. Die beiden. Hallo. Hallo? Ja, was wollt ihr denn? Hey Harry. Hallo Padma. Parvati. Kommt ihr später zum DA-Treffen? Wir müssen zu Professor Trelawney. Sie möchte einen meiner Träume deuten. Aha. Kommt ihr danach? Ich weiß nicht. Wir geben dir ein Wahrsagen Bescheid. Bis dann. Tschüss. Du musst noch 2 Aufgaben abschließen. So, jetzt gehen wir direkt zum Dean rüber. Was? Ich meine, jetzt sind wir da in der Nähe. Was haben wir jetzt? Ich habe meinen Stundenplan verloren. Was war das denn? Frag mich nicht. Padma verhält sich seit dem Weihnachtsball so komisch. Sie ist immer noch traurig, weil du nicht mit ihr getanzt hast. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Ach, Ron. Bei Mädchen kommt es darauf an, was sie nicht sagen. Schreib doch ein Buch. Übersetzung der verrückten Dinge, die Mädchen tun, damit Jungs sie verstehen können. Ist überhaupt richtig, was ich hier gerade mache? Ja, ja, ist richtig. Und jetzt hier lang, oder? Das ist das Klo da. Jetzt geht's da lang. Ja, ja. Da ist auch ein Klo, glaube ich. Nee, nee, doch. Nee, nee, da geht's rein. Genau, da geht's rein. Und dann kommen wir auf den Hof. Wenn du Zauberkunst üben möchtest, kannst du stets... Wenn du Zauberkunst üben... toll. Kann ich noch hingehen und dann X zum Erforschen drücken. Was erforscht der denn da? Oh, toll. Keine Ahnung, der guckt sich das an und kriegt dann solche... Oh, toll. Dean, Innenhof. Los. Dean, Innenhof. Ah, ist die McGonagall. Reden wir mal. Ach ja. Genau. Hausaufgaben. Potter, Weasley, Miss Granger, ich habe eine Aufgabe für Sie. Natürlich in erster Linie für die beiden Vertrauensschüler. Ja, Professor? Ich erwarte eine Gruppe Erstklässler zum Nachsitzen. Sie sollen sich jedoch im Wahrsagenturm versteckt haben. Bitte sagen Sie ihnen, dass sie hierher kommen sollen. Und zwar sofort. Natürlich, Professor McGonagall. Das können wir ja später machen. Das kann warten. Ja, findest du den auch? Ah, ich treffe ihn nicht. So, wo steht er jetzt? Was hier? Unterm Baum? Nee. Hä, wo ist er denn? Nein, natürlich. Dann gehen ein bisschen weiter. Da, du hast da hinten. In der ersten Klasse bloß einen immer die, die so alleine rumstehen. Mhm. Die helfen immer nur den Einzelgängern. Ja, red weiter, Hermine. Ja, jetzt hat sie aufgehört. Sind das die Hausaufgaben zur Geschichte der Zauberei? Ja, wir müssen 5 sprechende Wasserspeier auflisten. Wir haben aber nichts gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Binz was von Wasserspeiern erzählt hat. Er ist so öde. Gib mir mal deine Notizen, Hermine. Nein. Na super. Gibst du mir Bescheid, wenn du alle gefunden hast? Das wäre prima. Gut, mach ich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein.
Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Einen hätten wir. Wo speit sie denn Wasser hin, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. Warte. Da ist noch irgendwo einer. Auf dem Hof. Nee, auf dem Hof nicht. Doch, in der Bibliothek. Nein. Findet doch der Zacharias. Ich weiß, Smith. Wo einer ist, da bei der Umbridge Form. Wir sind Dings. Doch bei der Bibliothek, das ist doch... Bei der Bibliothek. Bei der Bibliothek. Die richtige Tür. Ja, müsste hier. Müsste die da hinten sein, ja. Nein, das ist alles ein Porträt. Das ist ein Porträt. Ich glaube da... Nee, ja, doch, kann sein. Irgendwo hier geht's aber auf jeden Fall... Das ist wahrscheinlich auch. Die, wo wir rauskommen. Ja. Rechts, links. Richtig. Nein, eine höher. Ja, eine hier Etage ist, höher. Das ist auf Kräuterkunde. Hier wow. Drin müssten wir Alraunenwurzel finden. Ha. Ah, genau. da. Nee, doch da. Nein, schon. Nee, hier. Da. Oh nein. Vianthuskraut. Hoffentlich muss ich das nie wieder essen. Einmal mit Kiem rumlaufen reicht. Okay. So, wo ist das denn jetzt? Ja, hier. Das da ist Alraunenwurzel. So, da. Wow, wir sind so toll. Wir machen alles automatisch irgendwie. Wahnsinn. Die Dinger brüllen ja noch lauter als Ginny beim Quidditch. Ah, genau. Wir brauchen Ohrenschützer, Harry. Irgendwo im Gewächshaus müssen welche sein. Die hängen doch da. Warum kann ich die nicht nehmen? Ah. Was? Wir können die Dinger jetzt abnehmen! Schrei doch nicht so! Also gut, bringen wir das Zeug zu Ernie, damit er rechtzeitig fertig was wird. Da? Was? Hast du da noch die nie? Die Tür da, nee, hier, die Tür. Hier, die Tür, das da, hier. Macht ja, irgendwas? Hallo. Ah, so. Da sind Dinger drin. Ja. Wie nennt man die gleich? Raunen. Haben wir doch gerade gemacht. Nee, es gibt aber da noch ist diese der anderen. Professor, fragt er. Der Professor. Der Professor, ja, ist der Professor ist. Also. Dr. Weasley und Miss Granger, haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht? Sie müssen für morgen Ihren Aufsatz über selbstdüngende Sträucher fertig haben. Vergessen Sie nicht, dass das heißt das morgen jetzt ein Jahr ist. Ja, Professor Sprout. Juhu, wir müssen noch 5 Aufgaben machen. Wie könnten wir unser Zagjahr vergessen? Die Lehrer reden doch von nichts anderem. Wo finden wir nur ein Buch über selbstdüngende Sträucher? Neville wird's dir Bibliothek. Erklären. Suchen wir nach ihm. Komm schon, Harry. Ja, der steht da eine oben. Etage höher und dann sind wir bei der Bibliothek. Falsch. Aber gut, dass ich hier hingegangen bin. Zauberkunst üben möchtest, kannst weil jetzt haben wir schon noch eine Aufgabe mehr. Schon noch eine Aufgabe mehr. Fertig, so gut wie. Satz, bitte. Hey. Schlüssel, bitte. Quatsch mit Soße. Ach, der will ja, genau. Ich hoffe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und sich intensiv mit Coole dem Thema Brille. Gegenzauber ja. Beschäftigt. Vergessen Sie nicht, Ihre Zagergebnisse sind enorm wichtig für Ihre Zukunft. Zag. Ja, natürlich, Professor. Nur noch einen Gegenzauber, dann kann ich meinen Aufsatz abgeben. Ja, geht mir genauso. Ich kann dir da ein ganz tolles Buch empfehlen. Große Errungenschaften der Zauberkunst. Aber es ist ausgeliehen. Wir müssen herausfinden, wer es hat. Ja, noch 6 Aufgaben. Alle Wege führen zur Bibliothek. Alle Wege. Oh toll. Zacharias Smith. Müssen wir ihm unbedingt sagen, wo das Teil ist? Ich weiß, was wir machen müssen jetzt, für den. Jetzt, wo er über die DA Bescheid weiß, müssen wir ihn wohl fragen. Ah. Warte. Was denn? Guck erstmal da hinten auch nach den Büchern, die wir suchen müssen. Die werden hier nicht sein. Doch. Das hatten wir doch schon. Ja, wie kriegen wir das denn? Ne, das müssen wir auch für irgendeine Aufgabe. Ne, das kriegen wir nicht. Wir sollten das Buch suchen, von dem du gesprochen hast, Hermine. Alle Bücher über selbstdüngende Sträucher sind ausgeliehen. Ach so. Wir sind hier in der verbotenen Abteilung. Das Porträt? Wir haben später ein Treffen. Ich habe noch zu viel zu tun und die Schule geht vor.
Dafür habt ihr sicher Verständnis. Boah, natürlich. Ist der Vettel, wenn wir dir bei den Hausaufgaben helfen, kommst du dann zum Treffen? Was? Ich denke schon. Aber ich brauche unbedingt das Monsterbuch der Monster. Na. So gut. Wir besorgen es für dich. Hermine! Suchen wir jetzt das Monsterbuch der Monster. Das hat diese Stimme ist so schlimm. Warum? Hermine. Also da zumindest. Haben wir das nicht direkt nehmen können? Und hätten das jetzt schon gehabt? Das kannst du nicht einfach nehmen. Das musst du erstmal einsperren. Bring wir es Zacharias. Guck, du kannst es einfach mitnehmen. Schwupp. Furz. Weggefurzt. Der will bestimmt noch irgendwas. Ja, der will auch noch was. Jetzt auf zum DA-Treffen. Keine Chance, ich steck bis zum Hals in Arbeit. Ja, aber du hast gesagt... Hol mir etwas Mega-Power-Trank aus dem Krankenflügel. Dann kann Mega-Power-Trank, ja, ja, ist klar. Hier, das müssen wir den Tagespropheten. Wo finde ich den Tagespropheten? Besuch's in der großen Halle, ja, ja, in der großen Halle. Da gibt's jede Menge Eulen und wo es Eulen gibt, gibt's auch Zeitungen. Wie bringe ich die Eulen dazu, mir eine Zeitung zu geben? Benutze deinen Verstand, du bist schließlich Harry Potter, oder? Nein. Das ist nicht gerade für seinen Verstand bekannt. Das ist richtig. So, wir müssen jetzt hin, Krankenflügel. Ja. Ah, da müssen wir sowieso da lang. Ja, ja. Wissensdurst. Wissensdurst ist ein wacher Geist. Du darfst eintreten, Harry. Hallo. Jetzt irgendwo. Falsch. Nein. Runter. Warum runter? Da drüben. Da drüben, da ist es. Was? Da drüben, da oben. Nicht runter. Da waren Gemälde zu dem, zum Glockenturm. Echt? Ja. Wo? Warte mal, du musst da hoch links. Und dann nochmal links. Ich kam da gerade nicht hoch links. Und jetzt? Hier rüber. Komm von der Treppe runter, Kinder. Nein. Was tust du? Ich will, dass die Treppe sich bewegt. Stehen bleiben auf jeden Fall. Ja, ich will, dass die sich jetzt mal bewegt. Ah, endlich. Und jetzt hier runter. Nein! Nein, da sollst du nicht runter, da auch. Hier ist doch kein Porträt. Koteletts und Bratensoße. Doch. Lecker. Ich denke, dass das das richtige Porträt ist. Ich meine, im 6. führt es nämlich dahin, wo ich denke. Im 6. Ja, richtig. Jetzt den Glockenturm hoch, dann sind wir bei der... bei dem... Ja. Beim... Ja, ja, ihr wisst schon. Weasley ist unser King, lässt er gegen Quaffel durch den Ring. Komm weg jetzt. Noch weiter, oder? Ja. Ja, ja. Mann. Warum läufst du lang? Ja, das, ich bin gerade nicht so konzentriert, ich sehe das nicht so. So, komm, jetzt lass mich vor durch hier. Ja, da ist er durch, da kommt er vorbei. Und? Weg. Wollen wir spielen? Das haben wir schon mal gemacht. So, Krankenflügel. Ja, da rein. Nein. Nein. Wir müssen doch runter. Das ist das Bad. Wir müssen, glaube ich, doch runter. Oder? Warte, wie mal. Warte. Wir sind eine Etage zu hoch. Oder, nee, zu tief. Wir müssen noch eine höher. Da, komm jetzt hier. Krankenflügel. Ja. Siehst du, jetzt laufen wir schön lang. Noch höher oder? Nee, unten. Wahrscheinlich unten, ja. Genau, wir hätten unten. Was unten? Hinten gehen sollen. Es gibt ja noch eine zweite, noch eine erste Etage. Wir sind zu hoch. Da. Ja, genau. Sieht halt ähnlich aus, ne? Mega Power Tank? Wofür braucht Zacharias den bloß? Ist doch egal. Gehen wir zum Krankenflügel, holen ihn und fertig. Also gut, suchen wir Zacharias. Ja, der steht doch da. So viel muss man da nicht suchen. Depulso! Ah. Ah. Oh, da Incendio. Super, Harry. Was war das denn? Oh, nein. Nein, danke.
Die kommt, sagt nichts. Ich hab ihn. Nichts wie zurück in die Mach Incendio auf die Heizung. Ja? Incendio! Boah, das ist so toll. Ich helfe der hier richtig, der Frau. Die ist ja schon alt, die kann nicht alles selber machen. Die kann zwar nur richtig gut zaubern. Haben wir alles für den Ernie? Ich glaube schon, ja. Ja, dann können wir jetzt zu dem Montag gehen. Ist doch direkt um die Ecke quasi. Nicht. Ernie? Ernie, beim Hagrid. Ja, du meinst jetzt hier runter? Ja, nicht hier runter, über den Hof und so, über die Brücke. Ist ja nicht so weit, ne? Nein. Sag ich auch immer. Ich kann 15 Ich hab mich festgehangen. Ist da noch jemand? Luna haben wir gemacht, ne? Ja. Oh ja, Luna ja, habe ich gemacht. Ja. Oh ja, oh ja. Da hatte ich deinen hässlichen, Ach ja. Falls du dich erinnerst. Ich drück doch. Los, drück drauf, Ernie. Ja, drück drauf, Ernie. Man sieht sich. Hey Leute, was macht ihr denn so lange Gesichter? Was ist denn euer Lieblings-Harry Potter-Teil? Schreib's doch mal in die Kommentare. Also, meiner ist eigentlich der dritte. Wo wir gerade von Ernie reden. Der dritte und... Also ich meine jetzt von den Filmen, nicht von den Büchern. Fünf Blumenlauchpflanzen und eine Rauenwurzel. Spitzenklasse. Lass die Zutaten hier, dann bereite ich alles für die Stunde vor. Prima. Wir sehen uns beim DL-Treffen im Raum der Wünsche. Mhm. Ein richtiger Streber. Befinden sich 23 von 28 DL-Mitgliedern im Raum der Wünsche. Wer fehlt denn noch? Dean? So, die Leute fehlen noch. Dean, Colin, der Colin? Nein, der ist schon fertig. Zacharias, Parvati. Dean. Was ist das, denn Parvati, hä? Das. Ja, die wollten ja zu der... Achso, da müssen wir sowieso hin wegen der McGonagall. Ja. Genau. Wahrsagen. Vielleicht kommen wir nochmal in der Bibliothek vorbei, dann sind wir den einen auch los. Du darfst nicht sitzen. So. Jetzt hier rüber. Rüber. Was tust du? Ja, die. Am Anfang werden diese Lampen immer gezeigt. Irgendwann muss man die doch anzünden können. Hey. Was macht ihr denn hier? Das haben wir aber noch nicht gemacht. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Machst du das noch? Hallo Harry, Lust auf eine Runde Koboldstein? Okay, spielen wir. Kennst du Koboldstein, Bodger? Du hast 4 Versuche, um deinen Stein so nah wie möglich an den Setzstein zu werfen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Los geht's. Das ist ja wie, wie heißt das Spiel? Kamera, bewegen, ziehen, schnipsen. Das echte. Ja. Da hatte ich mal so ein Set von... Verwende L. Was immer spielt. Je weiter du R nach hinten ziehst, desto. Ja. Okay. Hey, stopp. Ah! Was ist das denn? Oh. Naja. Das du darfst den aber nicht treffen, oder? Doch. Aber das war ich nicht. Das war der. Ja. Ja. Ah, okay. So bewege ich die Kamera. Ah! Also zoomen, rauszoomen, zoomen, drehen. Erklär doch mal den Zuschauern, wie das geht. Wie schnipse ich denn jetzt? Mit erst nach hinten. Mach ich doch. Und dann hoch und dann nach vorne. Das war heftig. Oh, das war heftig. Oh, oh. Ups! Ah. Ja, also, ich habe ja bei... Ich je nachdem, wie weit du erst nach hinten machst. Ich spiele ja mit dem Xbox-Controller und der
rechte Trigger. Darf ich das? Nein, darfst du nicht. Ich bin dran. Was du mit dem rechten Trigger? Mit dem machst du die Kraft, meine ich jetzt. Ja, ja, eben. Nicht zu viel. Ich muss alles gleichzeitig machen. Oh, das ist zu viel. Dutch! Okay, das ist super, das ist super. Du bist näher dran, Emma. Ja. Komm, bleib liegen, los! Jetzt bleib doch liegen. Wir ermogeln uns hier unsere Punkte. Nein. Das ist jetzt nicht schwer. Das ist jetzt echt nicht schwer. Komm, den kick ich wieder weg. Nein, du kriegst ihn nicht weg. Ganz leicht jetzt. Jetzt ganz leicht machen. Guck mal, wie nah der Land dran. Stimmt. Den muss ich wegkicken. Aber wie? Leg mal ein bisschen. Ja, so. Und jetzt bewegt die Kamera. Da besteht die Gefahr, dass das dann näher an dem da hinten ist. Nee. Doch! Aha! Doch! Aha! Doch! Aha! Ruhig! Ruhig! Wie viele Züge gibt's denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt verloren, oder? Ich glaube, es muss dreimal. Ach so. Das ist doch schon dreimal. Jetzt nicht so fest jetzt. Das ist voll schwer, das zu. Guck mal, wie gut der das immer macht. Jetzt kann ich den von hinten, direkt von gegenüber, oh, ja, wegkicken in meine Richtung. Weil da liegen ja zwei von mir. Stimmt, von da hinten nach, ja, da, ja. Falsche alles. Seite. Ja. Tschüss. Wenn du den triffst, du musst erstmal in die Richtung. Ja. So, ne? Ja. Ne. Kamera, es kommt auf die Kamera an. Ja. So. Genial. Genial. Haben wir sie doch ausgetrickst. Komm, bleib liegen. Los, ruhig. Los, ruhig. Guter Wurf. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja. Ja. Und damit beenden wir jetzt den Part. Genau, weil wir solche Gewinnertypen sind, beenden wir jetzt den Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.